Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Stadtfilmabend. Es handelt sich hierbei um die zweite Episode der zweiten Staffel. Und zur Feier des Tages habe ich extra ein T-Shirt von Kerstins Lieblingsfilm angezogen. Und weiter geht's. Also, wo sind wir denn hier? Markus hat tatsächlich ein bisschen eine Scheißfrisur, aber Bench hat keinen Bart. Ich weiß nicht, was ihr meint hier. Wo hat der denn Bart? Er hat doch gar keinen. Sieht nicht aus, als ob er einen Bart hat. Ganz ehrlich. Gibt keine Bärte hier. Seltsam. Okay. Ja, dann schauen wir uns erstmal kurz den Ist-Zustand an. Es regnet hier im tropischen Regenwald. Bezeichnend, darum heißt er wahrscheinlich so. Carsten ist schon wieder dabei, eine neue Sorte Fernseher zu erforschen. Oder was machen wir hier gerade? Batterien sind gerade noch an der Tagesordnung. Wo haben wir denn den Fernseher? Automatische Tür, Hydrokulturen, Sprengfallen. Ich glaube, der Fernseher kommt hier erst, oder? Medizinherstellung, Mikroelektronik. Hightech-Labortisch, Funkanlage, nee, das muss ja hier vorne irgendwo kommen. Find den Fernseher nicht. Röhrenfernseher, da ist er. Und dann kommt da der Flachbildfernseher. Okay, aber zuerst Batterie. Es dauert noch ein Weilchen, wie man sieht hier. Okay. So, was haben wir denn hier sonst für Arbeiten? Markus baut hauptsächlich und trägt Sachen rum. Ich mache hauptsächlich sauber. Und kann ich sonst irgendwas? Feldarbeit. Felder sind bestellt, das ist also jetzt nicht so dringend. Kerstin ist Ingenieurin. Hast du das beim letzten Mal auch? Ich weiß gar nicht. Bauen. Wir brauchen auch Bergbau, Leute. Bergbau kann ich nicht, weil ich habe Rücken. Kerstin kann aber in die Mine. Nussi macht Feldarbeit und Waldarbeit, das ist schon richtig. Bench ist zum Tragen abgestellt und nicht mehr. Bench kann Tierpflege machen. Da ist er gut. Genauso wie Nono kann auch bitte Tierpflege machen. Und Carsten soll forschen. Das ist schon ganz richtig. Carsten hat eine Ausrede. Er kann forschen. Ja. Okay, dann haben wir das so ein bisschen eingestellt. Aufseher brauchen wir nicht, aber wir sollten schon mal dran denken, dass wir sowas wie ein Gefängnis bauen. Für wenn wir dann... Warum? Ach so. Für wenn wir dann angegriffen werden. Und das hier können wir alles... Können wir alles mal abbauen. Und einsammeln. Das sind wertvolle Rohstoffe hier. So. Kann man das hier abbauen? Kann man nur auseinandernehmen. Okay. Gut. Nussi mit Hut. Guck mal, Markus, ich habe auch eine Scheißfrisur. Ich sehe aus wie ein Mordopfer bei Derek hier. Okay. Und guck dir Carsten an, bitte. Also du hast echt noch gut getroffen da mit deinen Beatles-Frisur. Obwohl die beste Frisur hat Jefim. Ist so. Aber der war ja schon immer von uns allen am stilsichersten. Okay, weiter geht's. Wollen wir auf schnell stellen und hoffen, dass niemand... Guck ihn dir an.
So, dann hoffen wir mal, die Batterien sind bald fertig hier. Das Lager ist viel zu klein. Hieß auch noch. Und hier haben wir Sumpfboden mitten im Haus. Das ist auch ungünstig. Vielleicht sollten wir hier auch mal seltene Trumbos zum Ort springen, ja. Ich meine, du könnten wir Benschen schicken, dass er versucht, die zu zähmen. Aber dabei werden wir wahrscheinlich Bench verlieren am ehesten. Also lassen wir das mal lieber. So. Kein Wind hier. Die kommen direkt zu uns und fressen uns jetzt die Sachen weg, oder was? Hungernde Kolonisten. Warum hungern wir? Haben wir nichts mehr zu essen? Das ist ungünstig. Dann wollen wir mal eine Zone machen mit Ernten und hoffen, dass hier. Ach Gott, hier ist nichts zum Ernten. Doch da. Da sind einige zum Ernten. Da schicken wir Nussi längs, soll Beeren sammeln. So. Und dann könnte ich auch mal wieder auf Feldarbeit gehen. Und nee, Markus ist. Ich bin hier. Und Nono vielleicht auch. Okay. Weil das ist jetzt wichtiger als. Was ist das hier? Reis. Ein bisschen Reis ist schon fertig. Sehr gut. Sonst müssen wir mal so ein Butcher-Table bauen. Bloß wo rein? Was machen wir denn jetzt die Küche hier? Das ist die Küche. Hier eine Küche hin. Ah toll, Markus hat die Ruhe weg. Siehst du, sie essen schon wieder. Immer noch wenig Nahrung, aber zumindest verhungert jetzt keiner mehr. Und Jefim trinkt Bier. Immer noch hungernde Kolonisten. Nussi. Naja, Nussi ist ja der Haupterntetyp. Insofern hat er das ja selber in der Hand eigentlich. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? So, dann brauchen wir hier noch eine Lampe, damit wir Licht haben. Und dann bauen wir hier einen elektrischen Herd hin. Ein Schnitzer der Fraktion Nation der Bebe befindet sich auf der Durchreise. Er heißt Ton Makanga. Ton Makanga. Okay. Das so aussieht, als würdest du noch eine Weile hier bleiben. Was schlägst du vor? Schlägt Heiko vor, dass du deiner Fraktion einen Namen geben solltest. Wie soll deine Fraktion heißen? Ja, das sind immer noch Fehler 404. Und wie soll diese Siedlung heißen? Ja, weil das jetzt im Urwald ist und wie ich in Wikipedia herausgefunden habe, dass der Name Schafflund bedeutet Waldwald,
Nennen wir das hier mal neu. Waldwald. So. Okay. Ah, siehste. Reis. Ess den Reis nicht, oh, das ist so eklig. Okay. Guti. Aufgaben. Aufgabe hinzufügen. Wir können einfache Mahlzeiten kochen. Und zwar bis ich... Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. Machen wir mal 8 Leute dreimal am Tag. Machen wir mal 24 nach Mahlzeiten. So. Und dann brauchen wir jemanden, der kochen kann. Wer kann denn kochen hier? Alle können kochen. Nur Jefim hat da irgendwie ein Faible für. Also lassen wir Jefim kochen. Und dann wollen wir mal hier das... Ein Wildschwein wurde zahm. Ausgerechnet Wildschwein jetzt hier. Ein Wildschwein, na gut. Warte mal. Kann ich nicht hier diese lustigen Pilze anbauen? Muss ich aber vielleicht hier abteilen, damit das nicht zu hell wird. Ja, geht. Sehr gut. Die wachsen drinnen, brauchen kein Licht und die sind im Grunde genommen wie Fleisch. Also die ersetzen den Fleischhunger, den die Kolonisten haben. Das heißt, damit können wir auch das Wildschwein füttern. So, aber jetzt brauchen wir mal langsam Fußboden. Und zwar machen wir gleich Marmor hier in der Küche. Marmorflesen. So. Zack. Sieht das alles ein bisschen schicker aus. Wir müssen auch irgendwann dafür sorgen, dass wir genug Steine kriegen für die Wände, weil jetzt ist das extrem feuergefährlich, was wir da aufgebaut haben. So, und irgendwie müssen wir uns um dieses Gebiet hier auch kümmern. ...60 liegen hier noch. Okay, und wir brauchen Stühle. Stuhl aus Silber, Stuhl aus Stahl. Warte mal, Nunu kocht auch? Ah, okay. Das ist kein Bad. Du, das, was Bench da hat, das ist kein Bad. Das ist eine rituelle Gesichtsmaske, Markus. Das ist ein Hut im Prinzip. Das heißt, Bench hat quasi so ein Ding an, wie die Frauen, die bei der Steinigung mitmachen wollen in Life of Brian. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe scheinbar noch nicht genau hingeguckt, wenn Bench rumläuft. So, das sieht doch schon mal sehr apart aus hier. Guti. Können wir das hier noch ein bisschen größer machen, diese Zone? Ja, sehr gut. Das sieht doch cool aus. Ah ja, das ist unsere Kühlkammer hier, ne? Ja. Hier auch. Okay, wir brauchen schon mal, demnächst werden die Batterien fertig. Haben wir noch genug Marmor für ein... Hier unten machen wir die Kühlkammer hin. Oh, es ist schon wieder dieses Zeug im Weg, wo man nicht drüber bauen kann. Hier. Ach, scheiße, hier ist der...
Der Dings. So. Temperatur. Ach, nee, ne? Ach so, das ist im Weg. Neu installieren. Machen wir mal hier hin, da. Fertig. So. Sehr gut. Benötigt einen Boden, der Gegenstände vom Gewichtszug Mittel tragen kann. Toll. Ah. Toll. Also jetzt haben wir ja schon mal das, dann brauchen wir am besten den geothermischen Gedönsdingser. So. Strukturen. So, zack, zack. So, geht doch. Fertig. Strom. Jäger ohne Nahkampfwaffe? Wer ist das? Fernkampfwaffe? Bench. Nee, das ist kein Bart. Und Bench hat Pompadour. Ich weiß auch nicht, ob das eine Frisur ist, die du haben möchtest. Arbeit. Okay. Bench. Goodie. So. Okay, wir haben offenbar zu wenig Leute, die was zu tun haben. Also können wir dann da ja schon mal anfangen mit dem Abbauen von den... Haben wir hier nicht irgendwo da? Die brauchen wir nämlich auch. So. Ist das nicht toll, wenn alle zusammenarbeiten? Wollte gerade sagen, nur noch Kerstin ist beim Bildhauern, beim Abbauen. So, siehst du, ist fertig, sehr schön. Dann brauchen wir hier drin eine Temperatur, auf die wir einstellen. Ja, sehr gut. Minus 5 Grad sollte wohl reichen. Dann brauchen wir einen Boden. Wir haben jede Menge Metall. Das heißt, wir tun hier Stahlfliesen rein. Ist zwar ein bisschen verschwenderisch, aber hygienischer. Papp. So. Und dann machen wir hier die Nahrungslagerzone. So, bevor hier irgendwas drin landet, was hier nicht rein soll. Priorität kritisch. Alles löschen. Verrotten, das möchten wir mal nicht erlauben. Nahrung machen wir alles.
hergestellte Produkte, Medizin soll hier gelagert werden, Drogen sollen hier gelagert werden. Bierwürze, glaube ich, geht auch ein, wenn man die nicht kühlt. Neutramin ist, glaube ich, so ein Zeug, was man braucht, um Medikamente herzustellen. Das soll hier auch mal rein. Dann Rohstoffe, nehmen wir Pflanzenmasse. Ja. Brocken. Aber nur den ganzen Brocken. Nee, das war Batzen, war das. Menschliche Leichen, Tierleichen kommen hier rein. Und dann können wir das nämlich hier alles löschen. Rohes Essen. Mahlzeiten. Erlaube frisches Salama. Heu, Pemmican darf hier weiter rein. Schokolade auch, die geht auch nicht ein. Also die geht nicht kaputt. Rohstoffe, Pflanzenmasse soll er hier nicht lagern. Medizin, Drogen kann er hier lagern. Aber bitte keine Kräutermedizin. So, Leichen tut er hier eh nicht rein, gut. Ich glaube, wir brauchen mehr Anbaufläche, damit Nussi was zu tun hat, oder? Nussi schläft gerade, okay. Aber du beschwerst dich, dass du keinen Bart hast und Nussi hat noch nicht mal eine Nase. Aha. Also das sieht schon sehr cool aus, finde ich. Das ist die beste Kühlkammer, die ich so früh im Spiel je hatte, glaube ich. So, aber da kommen wir gerade auf den Punkt, dass wo wir eine Kühlkammer haben, brauchen wir auch Batterien. Sonst geht nämlich, wenn kein Wind ist, der Strom aus. So. Und vielleicht brauchen wir hier unten auch Licht. Cool. Es ist jetzt ungünstig, dass die Kühlkammer so weit von der Küche entfernt ist, aber wir können die Küche dann ja noch irgendwo anders hin tun demnächst. So. Jetzt brauchen wir bald einen richtigen Lagerraum für Zeug, weil das liegt hier alles kreuz und quer. Und Vorratskapsel zum Ort springen. Mal gucken, was wir kriegen. Hühnereier. Unbefruchtet. Das heißt, das ist Nahrung. Die kann mal einer holen. Carsten forscht. Okay. Okay, sehr schön. Schade, dass sie unbefruchtet sind, sonst hätten wir schon unsere ersten Hühner kriegen können hier. Aber da momentan die Leute hier viel zu viel Freizeit haben und viel zu wenig zu tun und teilweise hier immer diese Uhren sind an den Leuten, wollen wir mal gucken, ob wir nicht ein paar Alpakas schon wieder kriegen könnten. Was sind Kasuar? Ach, das sind diese, die gejagte Gräfin. Nee, wir wollen jetzt erstmal Low Profile und erstmal keine Quests machen. Wir wollen erstmal gucken, dass wir alle ernährt kriegen. Das ist ja schön. So, Kasuare. Wildschwein, Schildkröte, Wasserschwein sind die. Sind die Kapibaras? Okay, als größter natürlich Nagetier ist Kapibara Wasserschwein genannt. Sehr gut an die feuchtschwüle Luft des Dschungels angepasst. Also die Früchte, Samen, Pflanzen essen, verarbeitetes Essen, Flüssigkeiten, Trockenfutter. Lederart,
Leider 20, dünnes Leder. Lasttier, kein Lasttier. Lebenserwartung 12 Jahre. Maximale Wohlfühltemperatur. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Die sind niedlich, aber brauchen tun wir die nicht. Affen brauchen wir auch nicht. Meerschweinchen brauchen wir auch nicht. Chinchillas brauchen wir auch nicht. Okay. Das sind alles Nagetiere hier. Das ist der Urwald der Nagetiere. Yep. So, dann wollen wir hier die Steine aus dem Fußboden auch mal entfernen. Die heißt nur Alpaka 1, sehr gut. Alpaka 2. Und schon haben wir Alpakas. Gut, dann brauchen wir jetzt bald auch ein Feld für die Alpakas, für Heu. Und ein Gehäge vielleicht mit so einem kleinen Stall. So, das machen wir aber aus Holz. Ach ja. So. Hier machen wir einen Stall hin. Oh, scheiße. Okay, da die erste Fehlermeldung aufgrund eines Mods. Ich hoffe, uns stürzt das Spiel deswegen nicht ab. Also so ganz reibungslos scheint es doch nicht zu funktionieren, wie ich gedacht habe. So, das wird der Stall. Der wird dann auch überdacht. Weil da können sich die Tiere dann reinstellen. Und da machen wir die Tierschlafplätze hin. So, prunkvoller Meditationsthron. Okay. Oh je. Das ist das, was ich meinte hier. Okay, gut. Die schlafen hier alle schon. Sehr gut. So. Dann bauen wir hier mal relativ früh, wie ich zugeben muss, aber bauen wir hier mal eine Mauer drumherum. So. Überall diese geothermischen Dinger im Weg, aber soll mir recht sein. Davon können wir einige gebrauchen. So. Bauen wir hier an strategischen Orten Türen. Und hier können wir auch mal so ich weiß nicht, kommt hier überhaupt einer durch? Ich glaube nicht. So. Gut, dann wollen wir mal eine Zone für Tiere machen. Tierzone. Gebiete. Neues Gebiet umbenennen. Tiere sind hier. Okay. Und das vergrößern wir mal. Dürfen natürlich hier rein und hier unten dürfen die auch überall rumlaufen, habe ich kein Problem mit.
Bitte nicht auf die Felder, wo wir Essen anbauen, das wäre nicht schön. So. Und hier unten ist auch noch Auslauf für Tiere. Okay. Was ich dann auch noch machen muss, ist ein paar Bäume markieren zum Fällen. Weil sonst kriegen wir den Zaun nicht fertig gebaut hier. So. So. Und hier oben können wir eine Heugraszone machen, damit die gleich hier was zu essen haben. Und damit vor allen Dingen der Nussi auch was zu tun hat mit Pflanzen und so. So. Hier auch. So, das müssen wir jetzt natürlich noch einstellen. Heugras. Heugras. Und hier oben könnten wir auch noch mal was zum Essen pflanzen. Noch mal Mais, würde ich sagen. Maispflanze da. So, dann würde ich sagen, haben wir jetzt schon wieder die Weichen gestellt. Demnächst können wir uns um Annehmlichkeiten kümmern, wie verlässlichen Strom durch Geothermie und das alle in ein einzelnes Zimmer bekommen, weil das ist keine Situation hier, wie man von Wave Gothic Treffen weiß, kann es schon mal sein, dass manche Leute Blähungen haben. Ich will jetzt niemanden rauspicken. Und das ist wohl dann unangenehm, habe ich gehört. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht in diesem Programm. Und drückt die Glocke und schreibt einen Kommentar und Daumen nach oben. Und subscribed, falls ihr nicht habt. Bis denn.